Hallo. Der Pessel ist eine Hüftbewegung im Kreis. Es ist der mittelgroße Hüftkreis über hinten links. In der Hüfte sieht die Bewegung so aus. Am Ende, nach zwei Schritten, gibt es einen Akzent nach vorne und dann geht die Bewegung wieder zurück. Das ist eine der symmetrischen Tribal-Bewegungen. Die Arme sind in der Bewegung immer an der Seite und sie wiegen quasi mit der Bewegung mit, sehr ähnlich dem Guasi. Das sieht dann so aus. Der Oberkörper ist dabei immer nach oben gerichtet, nach vorne gerichtet. Das heißt, das ist auch wichtig für die Tänzerinnen hinter euch, dass sie wissen, wie sie tanzen müssen, weil es nämlich noch eine Variation gibt vom Pessel, und zwar der Pessel Quarter Turn. Der wird eingesetzt, indem man sich mitdreht. Einmal, wenn man rechts nach rechts anfängt und nach links aufhört, jeweils mitdrehen. Und danach dreht man sich gegen den Uhrzeigersinn um ein Viertel. Und damit beschreibt man nach und nach einen Kreis, und man dreht sich einmal um sich selbst herum und zum Abschluss noch einmal nach vorne, wo das imaginäre Publikum oder das reelle Publikum sitzt, wird dann noch einmal nach rechts und nach links der Pessel gemacht, um das Ganze abzuschließen. Das sieht dann so aus.